Oh nein! Das geht nicht! Verdammt! Ich brauche Hilfe. Herr Jonsson, gut, dass Sie da sind. Ich kann meinen Unterricht nicht vorbereiten. Das funktioniert wieder nicht. Ich kümmere mich. Olaf? Bei mir ist hier die Sandra aufgetaucht und sagt, es geht im Schulgebäude das ganze Internet nicht. Okay, Sandra hat ein Problem. Oh, das ist schlecht. Und wir müssten da jetzt mal was tun, aber von hier kann ich es ja gar nicht machen. Was machen wir da jetzt? Also wichtig ist, dass du jetzt da hochläufst und mir dann ein Foto schickst. Ach so, ein Foto muss ich machen. Ja, das kann ich. Dann kann ich das doch im digitalen Zwilling hochladen und dann kontaktieren wir einfach Vlado und der wird uns sagen, was wir machen können. Gut, bis gleich. Ciao. Bis dann, ciao. Ja, aber schnell. Tja, so schnell wie es geht. Na, komm schon. Oh. Und ab geht die Luzi. So. Okay. Ja, das ist doch alles schon mal gut zu sehen. Prima. Hallo, guten Tag. Grüße Sie, Frau Ullendorf. Was kann ich für Sie tun? Wir haben hier ein Problem mit dem Internet. Also Thorsten vermutet, dass das wieder mal mit dem Server oder wahrscheinlich so ein Switch, der nicht richtig funktioniert. Das Internet funktioniert nicht? Oh, okay. Herr Thorsten Jonsson ist schon vor Ort. Okay. Er hat ein Foto geschickt im digitalen Zwilling. Gut, ich schaue mir das sofort an. Einen kleinen Moment. Gut, ich suche gerade den Server. Achso, Sie meinen den Server oben im ersten Stock? Kein Problem. Einen Moment, der war hier, glaube ich. Ja, ah, ich sehe auch schon die Anmerkung, defekter Server. Gut, da Herr Thorsten Jonsson vor Ort ist, würde ich ihn gleich zurückrufen und ihm erklären, wie er jetzt das Problem überbrückt. Ansonsten öffne ich ein Ticket bezüglich des Ausfalls der Hauptleitung und wir melden uns. Ja, und ich rufe jetzt sofort Herrn Thorsten Jonsson an. Hallo Herr Jonsson, guten Tag. Sie stehen ja jetzt vor dem Server und ich sehe hier unten ein Kabel, ein LAN-Kabel, ein graues, unter dem Switch, wo auch das gelbe Kabel eingesteckt ist. Bitte stecken Sie dieses graue Kabel neben dem gelben LAN-Kabel in irgendeinen Port rein. Genau, das wäre dann die Backup-Leitung und dann können Sie schon mal wieder Internet haben. Und die weiteren Schritte hat Frau Ullendorf schon erfahren. Genau, somit wäre das jetzt erstmal zu überbrücken. Bis dann, tschüss! Ja. So, Problem gelöst. Denke mal, alles wieder gut, Sandra. Danke dir. Ja, danke vielmals. Ich gehe jetzt mal unterrichten. Ich habe viel gelernt. Ja, mach es gerne. Dann mache ich mal zu für den Laden.